Hallo, heute wollen wir uns mit der Prüfung Basisqualifikation für Industriemeister NTG vom Frühjahr 2013 beschäftigen. Die Aufgabe, die wir bearbeiten wollen, ist dieses Mal die Aufgabe 2. Und da geht es nun um elektrische Zusammenhänge, die wir uns am besten wieder anhand einer Skizze verdeutlichen wollen. An einem 60 Volt Gleichstromkreis sind drei Widerstände in Reihe geschaltet. Dazu parallel ein weiterer Widerstand mit ebenfalls 10 Ohm. Die Skizze sieht nun folgendermaßen aus. Wir haben drei Widerstände in Reihe, R1, R2, R3. Und diese in Reihe geschaltet. Dazu parallel, also ein paralleler Widerstand mit R4, ergeben gemeinsam dann sozusagen das Schaubild für meine Schaltung. Bekannt ist darüber hinaus, dass 60 Volt anstehen und dass alle Widerstände gegeben und gesucht von R1 bis R4 gleich 10 Ohm groß sind.